Ich habe natürlich zugesehen, dass ich diese Menschen immer möglichst schnell auch mal persönlich treffe. Ich glaube, das ist immer noch, daran wird auch Internet nichts ändern, dass wenn man sich mal Auge an Auge da hinsetzt und mal Hallo sagt und wenn es noch so kurz ist, macht es, glaube ich, einfach so einen persönlichen Eindruck. Und so habe ich das dann auch mal weitergemacht. Ich war ja, wie gesagt, zum Glück immer ein kommunikativer Typ und konnte immer gut mit Menschen auskommen. Und Menschen haben auch meine Stärken erkannt. Und deswegen haben die darauf auch immer dann gerne zurückgegriffen und haben mich eingespannt und eingebunden und auch weiterempfohlen etc. Von der technischen Seite her gesehen habe ich eben früh mit Social Media angefangen, 2005. Und 2005 habe ich mich bei OpenBC angemeldet. Das wurde später umbenannt in Xing und habe da also angefangen, sozusagen berufliche Kontakte zu knüpfen und auch mein Image nach außen zu transportieren, indem ich einfach auch die Erfolge, die ich dann hatte, erstmal die kleinen, später die großen, habe ich dort auch kommuniziert. Das heißt, es ist da so, auch so eine Art Sogeffekt entstanden und auch eben so eine Art, ich habe mir so einen Ruf aufgebaut und ich habe natürlich zugesehen, dass ich diese Menschen immer möglichst schnell auch mal persönlich treffe. Ich glaube, das ist immer noch, daran wird auch Internet nichts ändern, dass wenn man sich mal Auge an Auge da hinsetzt und mal Hallo sagt und wenn es noch so kurz ist, macht es, glaube ich, einfach so einen persönlichen Eindruck. Und so habe ich das dann auch mal weitergemacht und habe immer gesehen, dass ich auf Veranstaltungen möglichst vielen Leuten mal Hallo sage und auch viel kalt einfach mal irgendwo mich vorstelle und sage, Mensch, ich habe Ihr Profil auf Xing gesehen und ich wollte einfach mal Hallo sagen, ich finde das spannend, was Sie da machen und ich will Ihnen nur sagen, was ich mache und wenn man sich mal irgendwann gebrauchen kann, freue ich mich, ne, wenn wir voneinander hören. Das ist erstmal unverfänglich, da fühlt sich keiner irgendwie auf den Schlips getreten, man muss nicht gleich mit dem Angebot in die Tür fallen und sagt, willst du nicht was von mir kaufen? Das mache ich auf einer Party auch nicht. Wenn ich da jemandem Hallo sage, sage ich auch nicht im zweiten Satz, ich bin übrigens Maler, ne, falls du jetzt gerade mal irgendwie eine Wand streichen musst. Da fühlen die Leute sich etwas überrumpelt. Und das machen sicherlich auch viele in der Online-Welt falsch und verbrennen eigentlich 80% dieser wertvollen Kontakte. Aber gut, ich glaube, das ist ein guter Weg, den man gehen kann.